Hallo liebe Pferdefreunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horse Life Freunde für immer. So, ich habe schon Willi geputzt und die Box sauber gemacht. Und irgendwie hat unser Onkel gemeint, ich glaube, das habt ihr nicht mitbekommen, wegen unseren Schuhen. Ah, ich kann die Schuhe nicht wechseln. Das ist ja toll. Auch schön. Müssen wir dafür in den Laden? Ausrüstung für Reiterin. Okay, ich weiß gar nicht, welche kaufen wir denn mal? Ich kaufe erstmal diese hier. Danke, Sonja. Ausrüstung für mein Pferd. Sattel kann ich noch nicht kaufen. Blaue Satteldecke. Sollen wir die mal kaufen? Ja, ne? Okay, das können wir auch nicht kaufen. Aber wir können hier diese blauen Gamaschen kaufen. Und diese Mütze kaufen wir auch mal. Achso, was können wir dann sonst noch hier für uns? Jeansjacke. Boah, cool. Die kaufen wir uns mal. Schwarze Handschuhe. Oh, schwarze, ne? Lila Geländehelm, Hochwehr, dunkelrote Reitkappe, blaue Reitkappe. Erstmal hier die Lina noch. Blaue Shorts oder weiße Reithose? Nö, blaue Shorts kommt. So. Das war's. Dann gehe ich kurz nochmal hier hin. Sage hier, na, hier. Den Reithelm. Unsere schwarzen Handschuhe. Das sieht schon unmöglich aus. Aber hey, das ist der neue Look. Das ist schon der neue Look, Mensch. So, Pferdchen wird denn jetzt auch mal ausgestattet. Das sieht ja cool aus. Achso, nur zu den Sattel können wir das denn machen oder was? Achso, okay. Oh, das sieht doch nett aus. Zwar die gelbe Mütze passt jetzt zwar nicht mehr irgendwie so wirklich dazu, aber hey. Okay, gut. Können wir jetzt anderes Training machen? Das ist dein erster Training. Nein, es ist eigentlich nicht. Hä? Interessant. Müssen wir alles einzeln dann abschließen? Das kann natürlich sein, ne? Den habe ich ja was falsch gemacht. Nein, den müssen wir. Oh, okay. Kann ja nie nochmal dann schauen. Dummes Ding. Die habe ich jetzt nur durchschnittlich geritten. Ja, okay, gut. Ach, deswegen steht jetzt da ein Pokal. Okay, dann machen wir jetzt Amateur-Springreiten. Und das Spiel, das halt ihm so möchte, bitteschön. Vielleicht werden wir dadurch jetzt ja auch ein bisschen besser, weil wir schon mal ein bisschen vorgeübt haben, so gesehen. Ah ja, schon was vorgegriffen, Mensch. So geht das ja eigentlich nicht, ne? Naja. Gehen wir ein bisschen langsamer. Wieder ein bisschen schneller.
Naja, sieht hier schon eigentlich. Alles sieht bis jetzt noch ganz gut aus. Aber es sah ja auch schon damals recht gut aus noch, ne? Dann hatte ich, glaube ich, hier den Abwurf, wir haben hier gegönnt. Nein! Oh, warum war ich denn jetzt so blöd? Kann mir das einer mal jetzt sagen? Oh Mann. Ja, hier hätten wir unseren Abwurf, ne? Bis jetzt läuft das ja alles noch richtig gut für uns. Hm. Und dann klicke ich schon zu früh die Leertaste. Ey. Klasse. Toll, schon wieder einen Abwurf uns gegönnt. Oh Mann, das ist so doof. Zeit 1:48, Straf. Nein, wir haben zu wenig Punkte, Leute. Wir sind unter der Melanie. Nein, du hast doch hoffentlich nicht wirklich geglaubt, du könntest mich besiegen. Doch, hatte ich einen. Also, ich muss weg. Trainiere du nur brav weiter. Oh Mann, jetzt habe ich nur einen Springreiten Gold. Oh Mann, das hast du bei dieser Veranstaltung gewonnen. 35 Gold. Deine Gegner machen es dir ganz schön schwer, Sonja. Übe noch etwas, dann klappt es vielleicht beim nächsten Mal. Das hast du toll gemacht. Sieh nur, wie sich der Zustand deines Pferdes verändert hat. Pferde sind sehr sensible Tiere. Pass gut auf deins auf. Mann, oh. Okay, so jetzt Dressur. Okay, Melanie hat dann wieder, ne, Dingsbums und so. So, ich bin jetzt voll konzentriert hier. Ach, das habe ich schon mal wieder perfekt gemacht hier, die Begrüßung gleich hier. Ach, ich sollte nicht mal so hochniesen. Es ist ja schließlich noch nicht vorbei. Wie still man doch ist dann, ne? Weil man hier voll hoch konzentriert ist irgendwie. Mist. Seht ihr, einmal wieder verklickt, ne? Und bin ich gleich auf durchschnittlich nur, ey. Ja, das habe ich mir jetzt wieder perfekt gemacht. Manu! Dafür bekommen wir zu viele Abzüge und dann sind wir wahrscheinlich wieder Zweiter und nicht bei und schubsen Melanie von ihrem Platz runter. Das habe ich wenigstens wieder perfekt gemacht. Mein Edwards. Das habe ich auch wieder perfekt gemacht. Hoffentlich bleibt das so.
Falsch geklickt zuerst. Wahrscheinlich wieder zu spät, ne? Oh, nee, doch nicht. Dann ist es ja gut. Oh Mann, oh! Ah, ich kann nicht abwarten, wenn ich das Weiße da drin sehe. Jetzt habe ich mich tausendmal verklickt irgendwo. Warum sind wir jetzt schlechter als beim letzten Mal? Kann mir das irgendwie mal jemand sagen? Ich sage jetzt einfach gar nichts mehr. Das war ja mal richtig schlecht. Also fand ich jetzt. Oh, Punkte 90 trotzdem noch. Wow, cool. Wie kann das sein? Du musst geschummelt haben. Du kannst mich nicht fair besiegt haben. Kann ich ja wohl. Das hast du bei dieser Veranstaltung gewonnen. 50 Gold. Spitze, Sonja. Tolle Leistung. Weiter so. Das hast du toll gemacht. Sieh nur, wie sich der Zustand deines Pferdes verändert hat. Wie die Zeit verfliegt. Der Tag ist schon bald zu Ende. Ruhe dich jetzt aus. Morgen hast du viel zu tun. Hallo, Sonja. Was für ein schöner Tag. Was möchtest du heute Morgen gern machen? Wie es dann weitergeht und vor allem, wie wir dann halt eben noch das Amateurgelände absolvieren, das werdet ihr dann beim nächsten Mal einfach gewahr. Achso, ich dachte, da steht vielleicht was Neues. Ja, das seht ihr dann einfach beim nächsten Mal. Das seht ihr einfach beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch einfach gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall nächstes Mal einschaltet. Das heißt, Let's Play, Horse Life, Freunde für immer. Über Kommentar, Bewertungen und Abos würde ich mich natürlich auch voll freuen. Also bis nächstes Mal und tschüss.